Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Wildcraft-Server. Wir sind ja immer noch dabei, die Computer für unsere Basis zu bauen. Und der Harle ist gerade audiotechnisch auch zugeschaltet. Hallo. Ja, hallihallo, ich werde auch nachher nochmal in das Bild kommen. Ich bin nur gerade selbst noch ein bisschen beschäftigt mit was. Aber ja, Computer sind eine feine Sache. Habe ich auch noch nicht so lange, aber total begeistert. Also gut aufpassen. Genau. Und ich habe schon mal ein bisschen. Ich habe gerade so ein bisschen, ich muss gerade Silizium herstellen und deswegen habe ich gerade Zartusquarze zermahlen und dann ist mir aufgefallen, wir brauchen gar keine Zartusquarze. Weiß es gerade gar nicht. Wir brauchen Nessaquarze. Ah, das ist ja schön. Ich bin gerade im Nether. Ich kann dir da was mitbringen. Ja, du könntest ein paar Nessaquarze mitbringen oder ich komme jetzt einfach zu dir auch ins Nesser. Ich werfe die paar, die ich jetzt hier schon zermahlen habe, schnell in den Ofen und dann komme ich auch ins Nesser und dann suchen wir zusammen. Ja, okay. Ja, also in meiner Abbaustelle können wir noch Wände freiklopfen. Ja, das können wir tun. So. Hier ist gerade wahnsinnig laut. Ich war gerade im Maschinenhaus. Dann komme ich jetzt mal rüber ins Nesser. Ach, ich kann mich auch zu dir teleportieren. Teleport, Centric 73 zu Harle. Pling! Weil ich habe nämlich Harle geschrieben. Hallihallo. Hallo, na? Neuer Nesser wird gebaut. Neuer Steinbruch wird gebaut im Nesser. Genau, das wird mal wieder Zeit. Da bin ich auch gerade fleißig dabei, einen Computer dran zu bauen. Und unser Nesser, unser Query vom Let's Play, der läuft gerade noch, der ist gerade noch in den Anfangsphasen. Ich habe den nämlich ausgeschaltet gehabt. Und während du Computer aufbaust, könnte ich ja. Hier ist gar nicht viel los bei dir. Nee, es sind tatsächlich gerade wenig Schweinchen da. Nee, die meine ich gar nicht. Ich dachte, hier sind noch ganz viele Quarze, aber hier neben sind ganz viele Quarze. Hier diesen Bereich habe ich tatsächlich schon freigeklopft, aber hier unten, wir wollen ja hier zuschütten, aber dafür wollte ich die Wände noch freiklopfen, aber erstmal will ich den zum Laufen bringen hier. Genau, weil wir haben nämlich festgestellt, oder Nenox hat uns darauf hingewiesen, wenn wir die Queries offen stehen lassen, dann schluckt das ziemlich viel Leistung für den Computer, weil man jetzt halt so ewig weit gucken kann. Deswegen sieht man auch da hinten, schütten wir die Queries jetzt immer wieder zu. Aber wir holen uns hier aus den Wänden natürlich noch das raus. Das haben wir ja in der letzten Folge auch schon mal gemacht. Wir holen uns hier raus, was noch hier so rumhängt. Greifbar. Genau. Hat ja auch Vorteile. Man gewinnt ja doch um einiges mehr. Genau. Und man sieht es halt auch gut. So, ich düse einfach mal hier so ein bisschen deine Wände schon entlang, gell? Genau. Wie gesagt, in dem neuen Bereich, da habe ich ja auch schon ausgeholt, was das Zeug hält. So, jetzt müssen wir noch die Kiste rüberholen mit der Kohle. So. Ich habe natürlich jetzt. Jetzt tut natürlich drüben unsere Anlage nicht weiterlaufen in meiner Basis, weil da kein Erdmann-Anker li steht, liegt, hockt. Ja, das habe ich auch noch nicht bei. Weiß nicht, ob ich das jetzt noch schon mal aktivieren sollte, damit wir jetzt einfach, während ich jetzt hier abbaue, schon mal drüben ein bisschen was sammeln. So. So. Also wir arbeiten ja mit Admin-Ankern, aber falls ihr jetzt sagt, es ist ja voll das Cheating, ihr könnt bei. Ich glaube, es gehört zu Buildcraft dazu. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also die Admin-Anker kann jeder bauen. Ihr müsst euch halt mit den Admins von euren Servern ein bisschen absprechen. Ihr könnt zwar nicht die Admin-Anker bauen, aber was ihr bauen könnt, das sind die Personal-Anker. Die könnt ihr bauen und die sind dann halt eine bestimmte Zeit lang aktiv. Die werden mit Enderaugen betrieben. Oder mit Enderperlen. Ich glaube mit Enderperlen. Und ich glaube, eine Enderperle ist jeweils 30 Minuten, wird dann der Chunk geladen gelassen. Und da müsst ihr halt mit euren Administratoren reden, weil das natürlich auf die Serverlast geht. Aber so ein Ad also vier Admin-Anker entsprechen einem Spieler, der rumläuft. Genau, das geht eigentlich alles ganz gut, haben wir festgestellt. Und bei einem vernünftigen Server gibt es da auch keine Probleme mit. Und den haben wir ja jetzt hoffentlich.
Genau, hast du das schon erzählt? Ja, ach nee, hier habe ich das noch nicht erzählt. Ich habe das dem anderen erzählt. Wir haben einen neuen Server. Wir haben den Anbieter gewechselt, weil der andere einfach zu gut war. Ja, es war jetzt irgendwas war in dem Satz falsch. Ja, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Die Leute werden sich schon ihren Teil zu denken. Also, Aber wir haben ja vorher 60% von unseren Anlagen abgebaut, weil der Server nicht mehr lief. genau. Und jetzt mittlerweile läuft das so traumhaft gut, dass ich gestern schon diesen Spruch hatte. Hab schon Angst, es fühlt sich an, als würde ich lokal spielen, offline. Aber nein, es ist tatsächlich der Server. Ja, man kann vor allen Dingen auch, wir haben zum Beispiel alle drei Server, die wir haben, also den 1.8-Server, den Sandbox-Server und den Buildcraft-Server hier. Und da muss man ja zugeben, der Buildcraft-Server natürlich mit den ganzen Anlagen, die wir haben, schluckt natürlich am meisten. Aber wir haben nicht nur alle Server im Laufen gleichzeitig gerade, wir haben sogar noch unzugewiesenen Speicher, den wir noch gar nicht benutzen. Ja, da kann noch einiges kommen. Vor allem, ich meine, wir wollen ja noch einiges an Maschinen bauen auch. Ja, und hier auf dem Buildcraft, da soll bald eine Stadt entstehen, eine Technikstadt. Und ich habe da gestern schon mal angefangen zu bauen. Ich muss die anderen noch davon überzeugen, dass sie mitspielen. So, aber jetzt sag mir mal kurz, warum ich eigentlich dieses Problem habe. Er meint, er hat keinen Strom. Er hat die MFE. Genug Strom. Ist die Wenn MFE, diese. die MFE ist verkehrt rum gedreht, du musst sie noch drehen. Nein, die habe ich gerade. Ach doch, jetzt ist sie nach oben gedreht. Das ist ja seltsam. Ja, an, jetzt baut sie sich ab. Normalerweise ging das immer so schön. Jetzt ist sie nach oben. Machen wir mal so. Hast du einen elektrischen? Sonst kann ich das auch schnell drehen. Ja, ich habe einen elektrischen. Jetzt haben wir sie. Jetzt müssen sie arbeiten. Jawohl! So. Und schon ist Strom da. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Das hier ist ein Basismaschinenblock, sagt mein Not Enough Items. Ist ja toll. Also es ist eine Batterie. Ist es eine MFE oder ist es eine MFSU? MFE. Also es ist die gleiche Batterie, die wir auch in der Let's Play Basis haben. Und ihr seht, hier unten ist bei unserem Sphex, was wir benutzen, eine grüne Stelle. Da kommt der Strom raus. Alle anderen Seiten nehmen nur Strom an. Und hier unten der Computer ist am Laufen. Das sieht man daran, dass er so buntig vor sich hin wabert. Genau, jetzt würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussieht. Bei mir mit diesem Buntischen kann man auch schön erkennen, dass er an verschiedenen Seiten quasi diese Buntigkeit rausgeht. Das wird dann interessant, nämlich später, wenn man mehrere aneinander koppelt, ist mir aufgefallen, dann ändert sich nämlich diese Symbole. Bei manchen hat man das nämlich nicht mehr, dass das zusammengeht. Das ist immer genau dann der Fall, wenn dass man dort nichts weiteres, keinen weiteren ME-Controller anschließen kann. Das ist immer nur an die Seiten, wo man auch sieht, dass diese buntische Linie nach außen läuft, da geht auch tatsächlich, kann man einen weiteren Controller anschließen. Da müssen wir mal drauf achten, wenn wir das am Bauen sind. Genau, das zeigen wir euch dann mal, wenn wir eine größere Anlage am Bauen sind. So, ich würde sagen, das steht. Jetzt muss ich noch die Redstone-Leitung ziehen, dass die Motoren hier auch mit Strom versorgt werden. War so ein bisschen knifflig, vor allem hatte ich das mit einem Verstärker gemacht. Ja, ich springe schon mal zurück in die Basis und lasse schon mal die Netherquarze zermahlen. Ja, mach das mal. Weil die Zeit drängt nämlich uns beide heute, denn heute haben wir beide was vor und wir müssen uns beide ziemlich beeilen heute. Jetzt wird es gerade ziemlich laut bei mir, weil ich gerade hier in der Produktionsanlage bin. Hoffentlich hört ihr mich noch. Ich gehe mal ganz nah ans Mikrofon heran und hoffe. Oh, hier, das können wir mal austauschen. Kohle brauchen wir gerade nicht. Winter voll Redstone. Ich muss mal gucken. Das ist immer ganz spannend mit diesen, wie ich das bastle. So, erstmal brauchen wir hier irgendwie eine Fackel als Inverter. Hier immer so ein Invertierer. So, 7 Stück habe ich noch. Kriege ich gerade nicht unter. Mist. Müssen wir einen Moment warten. Was habe ich denn jetzt hier? Netherquarze. 25 Stück. Und die müssen wir jetzt irgendwo hier reinhauen. So, ich habe mal eben in der Aufnahmepause Kohle nachgelegt, damit wir da schon was bekommen. Hier haben wir 18 Silizium.
Und dann, diese Lithium müssen wir jetzt erstmal in unseren Druckereien umändern lassen. Dafür brauchen wir Siliziumdruck hier. Legen wir du hast die Platten hast du schon bekommen, sozusagen. Die Platten haben wir schon gesammelt, ja. So, jetzt lege ich das hier rein und ihr seht, das läuft hier durch. Es gibt allerdings einen Nachteil bei diesen Druckereien. Die drucken immer nur, man kann immer nur ein Ding reinlegen. Deswegen muss man das später am besten über den Computer laufen lassen. Also hier drüben im Auswurf, da sammeln die sich halt, die Fertigen sammeln sich da, aber ihr könnt jetzt hier so viel drücken, wie ihr wollt. Es sammelt sich halt da immer nur eins, was gerade bearbeitet wird. Um das jetzt automatisch nachfüllen zu lassen. Huch, jetzt habe ich sie weggeworfen. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Um das automatisch auffüllen zu lassen, da kann man einen kleinen Trick anwenden. Man kann mit Richtern arbeiten, die ich gerade nicht weiß, wo ich sie bei mir habe. Weil ich nicht genug in der Let's Play-Basis unterwegs bin. Da müssten wir schnell mal einen Trichter bauen. So, jetzt bin ich die ganze Zeit schon wieder am Schauen. Wie hab ich eigentlich gebaut? Tja, müssen wir schnell Trichter bauen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade keine mehr. Dafür brauchen wir Holz. Holz ist jetzt hier unten. Ich habe nämlich meine Let's Play Basis auch umgebaut, deswegen muss ich gerade suchen, Hale. Ja, ich kenne das mit dem Umbauen. Ja. Sehr gut sogar. So, jetzt machen wir ganz schnell mal ein paar Trichter. Schwupp. So. Könnt euch jetzt angucken, wie das hier so gestapelt wird. Also hier neben eigentlich wie so ein kleiner Trichter. In der Mitte kommt die Kiste. 8 Trichter haben wir jetzt gefunden. Gecraftet. So, wenn ihr das Ganze jetzt ein bisschen automatisieren wollt, dann könnt ihr zwar jetzt hier neben einen Trichter dranhängen. Zum Beispiel so. So. Und das läuft sogar. Wenn ich jetzt hier die Silizium reinlege, dann füllt sich das automatisch auf. Und craftet sich, dann fällt der nächste rein und so. Das ist ja hervorragend. Das funktioniert auch von oben. Das funktioniert auch von jeder Seite. Aber das Problem ist, wenn ihr euch jetzt mal hier die Druckerei anguckt, dann seht ihr, dass hier unten auch ein Feld ist. Und das könnt ihr mit Trichtern nicht befüllen. Weil die Trichter einfach nicht nach oben schießen. So, wir nehmen. Ja, das ist dann. Da gibt es auch Möglichkeiten, aber das ist sehr komplex. Da kann man höchstens mit Werfern arbeiten, glaube ich. Genau, mit Werfern geht das. Aber die müssen wieder getaktet werden und so, das ist alles. Da gibt es schönere Möglichkeiten hier in Buildcraft. Ja. So, jetzt bin ich mal kurz audiotechnisch weg. So, ich mach mal hier diese Lithiumplatten, die wir schon fertig haben, nehme ich raus und wir gucken mal hier. Wir hatten doch irgendwo schon hier. Hier hatten wir das reingelegt. Da ist der Konstruktionsdruck, da legen wir das rein. Hab ich mir so gedacht. Ach so, ich habe noch was vergessen. Moment, Redstone brauchen wir. Die Redstones. Ich habe nämlich einen Schritt vollkommen übersprungen. Der war es nicht, der war es. Jetzt muss ich doch mal gucken. Konstruktion. Konstruktions. Und zwar wollen wir diesen Ding zurück. Hallo. Ja, ich kriege es natürlich wieder nicht gebaut. Vorhin wurde den Query umgezogen. Davor hat es funktioniert. Irgendwie habe ich wieder einen Hänger. Warum? Was hast du falsch gemacht? Ja, ich weiß es noch nicht. So, das sind ja die. Ich habe gerade festgestellt, die Konstruktionsdinger sind ja die bösen Dinger, für die man Diamanten braucht. Mist. Dann müssen wir, glaube ich, mal in unseren Query springen. Und zwar ist das Warp Let's Play Query 2. So. Und wir sehen, hier läuft schon wieder alles über. So, hier wären auch Trichter gewesen. Dann müssen wir unten nochmal eine Kohle nachlegen. Eine Schippe Kohle. So, dann sammeln sich auch gleich die ganzen Steine hier auf. Aber wir wollten jetzt gucken, ob wir Diamanten hier gefunden haben. So, Diamanten.
Diamanten. Sieht aber schlecht aus. Keine Diamanten. So, dann müssen wir die Steine gerade mal loswerden, die hier am Boden rumliegen. Ich hab mich hier erschreckt, das gibt es. Warum? Ja, man denkt an nichts Böses und auf einmal kriegt man von so einem Gast einen Feuerball ins Gesicht. Ja, die sind halt auch sehr garstig. Ja, wenn dann so ein Feuerball auf dich zukommt, während du überhaupt nicht mit rechnest, dann es tut einen riesen Schlag in dem Kopfhörer. Auch erstmal, irgendwas ist hier komisch. So, dann gehen wir halt nochmal in meinen anderen Quarry und gucken, ob wir hier Diamanten finden in den Wänden. Wenn das jetzt schon wieder so wie es ist. So, Diamanten. Müsste irgendwo. Bitte dieses auch nicht das auch. So, ich brauche einen für einen Computer. Das heißt, wir müssten mindestens mal so 5, 6 Diamanten sammeln. Und Leute, was habe ich da gefunden? Diamanten! Ich mache mal für euch Licht, weil bei YouTube ja immer ein bisschen dunkler ist. Beleuchten wir die ganze Situation mal ein bisschen. Und ich sag euch, mit dem, was wir hier gefunden haben, kommen wir schon ziemlich weit. Mal gucken, wie viel das waren. Das waren schon 13 Diamanten. Aber ich würde sagen, wir gucken mal ganz schnell, ob wir noch ein paar mehr finden. Weil je mehr, desto besser. So, wir gucken mal einfach hier so ein bisschen. Das ist halt ein Quarry, der ist von mir und der ist schon abgebaut. Und der wird auch bald zugeschüttet. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal in den Wänden gucken, ob wir irgendwo gerade noch so ein bisschen Reste abgreifen können. So, hier sind wir auf der Höhe von 11. Da könnte es sein, dass wir hier schon welche finden. Ist allerdings noch sehr hoch. Das sieht momentan ziemlich schlecht aus hier in dem. Dann gehen wir einfach noch einen weiter. Es gehen ja immer 4 Stück bei mir. Und bei Harley jetzt auch. So. Wir müssen hier auf die Wände achten. Ich mach mal Licht an. So, jetzt sehen wir auch was. So, da sind auch noch Diamanten, die können wir gerade noch mitnehmen. Geht nicht, oder was? Irgendwie kriege ich es nicht. Weiß nicht warum, aber. Soll ich mal gucken? Ja, ich habe ja das. Also theoretisch, wenn du möchtest, kannst du mal gucken, aber ich habe das ja schon mal gebaut. Dein Mikrofon ist zu nah. Ich habe das ja schon mal gebaut und ich habe das Problem, dass. Also ich habe ja eine gewisse Anzahl an Materialien verbaut und die reichen mir jetzt nicht. Also ich kriege das sicherlich hin. Ich muss mal... Aber nicht einfach mit mehr Redstone werden. Das ist halt tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit mit diesen 4 Motoren. Na, gucken wir mal kurz bei dir vorbei. Schupp. Ach so, ja, wenn du mehrere Motoren laufen lässt. Ja, das ja, ja, ich will ja 4 Motoren auf einmal laufen lassen und das ist immer eine extrem knifflige Angelegenheit. Ja. Dann läuft das nämlich schneller durch. Aber je mehr Motoren, desto schneller wird das Ganze. So, versuchen wir das doch nochmal so. So, wir haben Diamanten gesammelt. Ich muss leider wieder zur Basis zurück, weil mir heute auch ein bisschen die Zeit wegläuft. Ja, ich muss auch gleich los. Und jetzt habe ich Diamanten gesammelt, weil die Konstruktionsprozessoren sind ja leider die ganz Bösen, die immer Diamanten haben wollen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel machen wir denn mal. Ich glaube, wir machen mal 8 Stück. Und das ist noch lange nicht dann das Ende, denn diese gedruckten Kristall... diese gedruckten Schaltkreise, die müssen dann nochmal weiterverarbeitet werden. Das werden wir dann auch gleich noch machen. So, wenn wir 8 Stück zusammen haben. Eine 7.
und 8. So, jetzt kommen die da oben rein. Dafür müssen wir erstmal das rausnehmen. Jetzt kommen die die Schaltkreise oben rein. Da können wir auch einen Trichter hinstellen. Nee, können wir nicht, weil da oben ja die Stromleitung ist. Mist. Dann kommt hier Redstone rein und unten kommt Silizium. Wo sind denn die fertigen Silizium-Dinger? Nehmen wir halt die. Ach, daneben waren sie. So, das kommt hier rein. Und ihr seht schon, das ist sehr unpraktisch, dass ich dann da immer nach und nach die Sachen reinsetzen muss. Also muss man sich echt überlegen, wie man das Ganze automatisiert. Denn so müsst ihr die ganze Zeit daneben stehen. Und wenn wir nachher einen Computer haben, dann haben wir den großen Vorteil, dann können wir das den Computer komplett übernehmen lassen. Der setzt dann automatisch auf allen Seiten das Zeug dazu und erzeugt dann so viele Schaltkreise, wie ihr haben wollt. Der Halle hat sogar ein sehr gutes System erfunden oder rausgefunden oder benutzt eins, um nur eine bestimmte Anzahl von Schaltkreisen zu bauen. Ach ja, genau. Und das wird man da auch hier hinbauen. Der macht einen Fühler sozusagen oder eine Messeinheit dran. Huch, jetzt habe ich vergessen, hier nachzulegen. Und die überprüft ständig, wie viele Sachen im Computer drin sind. Und dann... Und damit schön einen Bus ein- und ausschalten. Genau, kann man den Bus ein- und ausschalten. Aber was die Busse sind und so, das zeigen wir euch dann später, denn die haben wir ja... Müssen wir alles noch bauen. So, jetzt brauchen wir die Himmelssteinblöcke. Jetzt muss ich nochmal gucken, was wir brauchen. ME. So, wir brauchen Himmelssteinblöcke. Moment. So, Himmelssteinblöcke. Wir brauchen reine Fluxkristalle und wir brauchen die Konstruktionsprozessoren. So, jetzt haben wir hier unten ja eine Kiste angelegt für die Kristalle. Dann nehmen wir uns jetzt mal die. Und wir haben auch schon die Himmelssteinblöcke dabei. So. Dann kommen die in die Mitte. Und außen in die Ecken kommen jeweils die Himmelssteinblöcke. Und die reinen Kristalle kommen in die restlichen Felder. Und ihr seht, so, jetzt können wir ME-Controller herstellen. Und das ist eigentlich der eigentliche Computer. Das, was wir bauen wollten. Und somit haben wir jetzt 8 Stück davon gebaut. Das ist schon mal ordentlich. So. Und jetzt ist die Frage, ich dachte immer, man muss die würfelförmig anordnen, aber der Hale hat die gar nicht würfelförmig angebaut, er hat die in einer Linie aufgebaut und das hat auch funktioniert. Genau, das hängt nämlich dann, das, wo ich vorhin erzählt habe, mit diesen Linien zusammen, die dort drauf abgebildet sind. Eine ganz essentielle Geschichte. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir bauen einfach mal trotzdem so einen Würfel in die Mitte vom Haus und gucken uns mal an, wie das läuft. Aber das machen wir dann leider erst in der nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder rum und ich habe heute noch etwas vor. Deswegen muss ich mich jetzt schon mal verabschieden. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.